und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Zypern, die Insel der zwei Republiken. Ich möchte mit dieser Facharbeit klären, warum Zypern aus zwei Republiken besteht. Zunächst schauen wir uns erstmal das Inhaltsverzeichnis an. Ich beginne mit allgemeinen Fakten über Zypern, dann komme ich zur Entstehungsgeschichte der Insel. Der nächste Punkt ist die Landschaftsanalyse, nach der dann die Wirtschaft Zyperns näher beleuchtet wird. Der vorletzte Punkt ist dann die Kultur Zyperns, nach der zu guter Letzt ein kleines Fazit folgt. Kommen wir zum ersten Punkt, dem Allgemeinen. Zypern ist die drittgrößte Mittelmeerinsel. Die Insel liegt näher an der Türkei als an Griechenland. Geografisch ist noch zu sagen, dass Zypern auf der anatolischen Platte liegt und deswegen zu Asien gehört, kulturell aber zu Europa gezählt wird. Zypern ist 9.251 Quadratkilometer groß und ein Inselstaat. 41 Städte sind zu verzeichnen, von denen Nikosia die Hauptstadt und die Stadt mit den meisten Einwohnern, nämlich 98.000, ist. Die Insel hat insgesamt 1,2 Millionen Einwohner zu verzeichnen. Die Amtssprachen sind Türkisch und Griechisch. Im Norden von Zypern ist der türkische Teil auch Republik Nordzypern genannt. Und im Süden ist der griechische Teil verankert, der auch Republik Zypern genannt wird. Nun beschäftigen wir uns mit der Geschichte Zyperns. Zypern leitet sich von Cyprium ab, was Kupfer bedeutet. Um 1000 vor Christus boomte nämlich der Kupferhandel und diese Kupferüberreste wurden vor 9000 Jahren vermehrt gefunden. Ab 1400 vor Christus besiedelten Griechen die Insel. Religion spielte auch damals schon eine wichtige Rolle. 1571 eroberten Osmanen dann Zypern. 1878 bekam Großbritannien die Befugnis, Zypern zu verwalten, aber dennoch gehörte Zypern den Osmanen. 1914 verbündete das Osmanische Reich sich mit Deutschland und Großbritannien annektierte Zypern. Daraufhin bildeten sich türkische und griechische Aufstände, die sich gegen die britische Herrschaft richteten. 1960 erlangte Zypern die Unabhängigkeit von Großbritannien, was infolgedessen zu türkischen und griechischen Bürgerkriegen führte. 14 Jahre später wurden im Norden Griechen und Türken getötet, wodurch türkische Kampftruppen dann den Norden besiedelten und die Griechen in den Süden wechseln mussten. Seitdem werden die zwei Republiken durch die sogenannte grüne Linie getrennt, was man auf dem Bild auch gut erkennen kann. Am 1. Mai 2004 trat die Republik Zypern der EU bei. Die Grenze ist mittlerweile offen, aber Konflikte bestehen weiterhin. Im dritten Punkt meiner Präsentation geht es um die Landschaftsanalyse von Zypern. Mein erster Unterpunkt ist die Lage. Im Gradnetz liegt Zypern bei 36 Grad nördlicher Breite und 33 Grad östlicher Länge. Die Insel wird geografisch zum Kontinent Asien und politisch zum Kontinent Europa gezählt. Die Hauptstadt Zyperns ist Nikosia. Weiter geht's mit dem Relief, das in Gebirge bzw. Berge und Flüsse unterteilt ist. Die höchsten Gebirge sind zum einen das Troodos-Gebirge, welches 1,8 Kilometer hoch ist, und zum anderen das Kyrenia-Gebirge, was 640 Meter hoch ist. Der höchste Berg ist der Olympos mit 1,9 Kilometer an Höhe. Als Fluss habe ich den Pidias mit 100 Kilometer Länge und den Diarizos mit 40 Kilometer Länge gewählt. Als Vegetationsform liegt in Zypern die Hartlaubformation vor. Als Klima liegen aride, maritime, Subtropen vor und von der Bodenbeschaffenheit her sind in Zypern die braunen mediterranen Böden vertreten. Der vorletzte Unterpunkt dreht sich um die Tektonik. Wie schon erwähnt, liegt Zypern auf der anatolischen Platte. Problematisch an dieser Platte ist jedoch, dass sich an der Nord- und Ostseite Spannungen bilden und diese Spannungen sich in Erdbeben entladen. Das letzte Erdbeben entstand 1999. Als letzten Punkt benenne ich die Bodenschätze, die in Zypern zu finden sind. Und zu diesen Schätzen gehören Kupfer, Asbest, Marmor und Ton. Der vierte Punkt thematisiert die Wirtschaft Zyperns. Die Wirtschaft wird vom Tourismus, von Spirituosen, Medikamenten, Nahrungsmitteln und von der Kleidung belebt. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei 20%. Zyperns Arbeiterquote liegt bei 52% und die Arbeitslosenquote bei 11%. Wichtige Handelspartner sind Bulgarien, Großbritannien, Japan und Deutschland. Energie kann auf Zypern nur durch Erdöl gewonnen werden, was wiederum importiert wird. Südzypern hat sich durch die Agrarwirtschaft und das Exportieren von Früchten und weinhaltigen Produkten zu einer reichen Republik hochgearbeitet. Nordzypern rutscht immer mehr in Armut ab, denn dort fließen keine Hilfsgelder hin und die meisten Bewohner sind nur Bauern oder Verwaltungsangestellte. Nun werde ich auf den letzten thematischen Punkt der Kultur Zyperns eingehen, bevor ich zu meinem kleinen Fazit komme. Zyperns Kultur
ist durch verschiedene Museen, Ausgrabungsstätten, Burgen, Klöster, einem Amphitheater, aber auch durchs Kulinarische gekennzeichnet. Die wichtigsten Museen sind zum einen das Zyprus-Museum in Nikosia und zum anderen das Thalassa in Ayia Napa. Zu den wichtigsten Ausgrabungsstätten gehören der Park von Kartopafos in Paphos, was sogar zum UNESCO-Kulturerbe ernannt wurde, und Amathos in Limassol. In Trikomo ist die Kantara-Burg zu finden und im Süden die Kolossi-Burg. In Kurion steht das einzige Amphitheater der Insel. Und das wichtigste Kloster ist das Kloster Agios Minas in Fafla. Zypern hat durch die vielen Nationen, von denen es erobert wurde, kein Volkslied, dafür aber eine einheitliche mediterrane Küche. Zu den typischen Gerichten zählen das Flanbrot Pita, der Käse Halloumi und das gefüllte Weinblatt Dolmades. Nun komme ich zu meinem kleinen Fazit. Über Zypern ist also zu sagen, dass es kulturell sehr